Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, wir fahren noch das Wasser kurz in unsere Düngeproduktion oder beziehungsweise wir schauen mal nach, ob das Wasser dort jetzt leer ist. Und wir müssen hier schon wieder. Das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. Ja, so ist es halt, ne? Wenn der Anhänger ein wenig das haben wir doch relativ gut hingekriegt, würde ich mal so spontan behaupten. Wasser haben wir jetzt leer. Das sieht man halt auch, dass es mehrere Schichten Schnee sind. Na gut. Müssen wir hier doch ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen, wie wir fahren, ne? Wie wir fahren, das müssen wir eben aufpassen. Aber laufen wir hier ein bisschen langsamer durch die Gegend. Ich muss ja nicht immer rennen. So. Aber Freunde der Sonne, wir machen jetzt erstmal weiter. Gucken wir, ob wir da, ein klein bisschen haben wir noch rausziehen können. Aus der Produktion. Aber wieder einiges drin hier in dem Anhänger. Ich versuche halt auch relativ sachte hier zu fahren. Aber das klappt natürlich nicht immer, weil einfach der Schnee da liegt. Aber hier ja nicht ausbrechen lassen. Weil ansonsten hätten wir wahrscheinlich den Graben gesehen von innen. Ja, das muss ja nicht sein. So, Feld 17 wird ja eben angesät im Februar bei Schnee. Ist ja auch mal was Neues, ne? Das sieht man eigentlich auch nicht alle Tage. So. Wenn wir sind hier jetzt angekommen, können auch das Abwasser abgeben. Ich hoffe natürlich jetzt alles. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Aber es sieht gut aus. Nein, es sieht natürlich nicht gut aus. Ja, ich hätte es ja eigentlich denken können. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach, wie weit ist er denn schon. Ja gut, ein bisschen was hat er schon geschafft. Aber er hat natürlich noch 23 Minuten vor sich. Das ist natürlich auch eine stolze Summe noch. So. Welchen LKW nehmen wir dann jetzt? Was heißt LKW? Welchen Transporter? Wir brauchen ja nochmal ein bisschen Nahrung. Bei unseren Kühen. Schafen. Ja, bei unseren Schafen brauchen wir noch ein bisschen Nahrung. Und ich würde sagen, die holen wir dann auch mit dem LKW, oder? Ja, das haben wir gerade angehangen und ist aber gar nicht so verkehrt, wenn wir das jetzt machen. Aber ein bisschen Gras muss ja nicht viel sein. Beziehungsweise, ja, ich denke mal so 200 km müssten es eigentlich schon sein. Wenn ich es jetzt so richtig überschlage und überlege eigentlich. Eieieiei. Also wenn ihr jetzt meine Cam gehabt hättet, was ich ja leider noch keine habe. Obwohl, das kann man nicht leer machen hier. Die 200 km. Können wir mal hingucken. Rindfleisch, ja, das können wir zum Beispiel fahren. Ne? Das ist ja. Komm, jetzt machen wir mal wieder Vollgas. Upsala.
Der hat hier keinen Schaden. Habe ich den schon repariert? Oder? Doch, der hat Schaden. Na, egal. Wir können ja hier erstmal noch Kühe fahren. Wir haben ja hier deutlich jetzt mehr Tiere in der Stallung, wie ich es ja eigentlich oder wie ich es eigentlich geplant habe. Aber wir müssen mal gucken, dass wir hier vielleicht doch nochmal so ein, zwei Tierchen rausbekommen. So. Machen wir es einmal hier andocken. Abkoppeln, ganz wichtig, vor allen Dingen. So, jetzt schauen wir mal hier rüber. 10 Monate. 11 Monate, das ist sehr gut. Meine ich. Moment, wo ist mein schlauer Zettel? Ja. 11 Monate ist sehr gut, das sind nämlich schöne Kälbchen. Aber ihr könnt mir auch mal in die Kommentare reinschreiben. Wollt ihr, dass ich auch Winterdienst mache? Schreibt das einfach in die Kommentare und ich werde es natürlich dann auch umsetzen. Wir haben den Mist geladen, den können wir dann nachher auch noch fahren. Das Gras ist soweit geladen, aber ich möchte jetzt halt erstmal das Kalbfleisch erledigen. So. Ja, ist halt schon eine relativ weite Wegstrecke. Vor allem für das Gewicht, was wir haben. Wir haben hier knapp 47 Tonnen. Also 46,5 Tonnen. Und das ist halt auch Gewicht, wo du da bewegen musst. Ne? Das ist ohne Frage. So. Wir sind wieder unterwegs zum Schlachter. Wunderbar. Dann hier war es natürlich wieder hier außen rum. Dass wir mit dem Anhänger weit genug weg sind, um hier reinzufahren. Und noch leicht im Drift hier reingekommen. Ja, vor allem hier hinten rumfahren, da bin ich eher mal gewillt, dass er mir über die Vorderachse schiebt. Aber bisher haben wir das gut gemanagt. So. Jetzt docken wir hier noch an. So. Das sehen wir auch. 50 Tiere, 300 Gramm Swishkalb. Tun wir natürlich abliefern. Schauen auch jetzt mal gerade direkt in den Schlachter rein. So, wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Kalbfleisch ist deaktiviert. Das tun wir natürlich wieder aktivieren. Zeigt es zwar an, dass er das noch gern hätte, aber wir können ja natürlich weitere noch laden. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, wie viel Platz ist, aber von denen können wir definitiv nochmal eine Ladung holen. Aber es ist halt so, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir die ganzen Tiere weg haben. Wunderbar. Und es gibt natürlich auch wieder ein bisschen mehr Platz im Stall und eine leichte Entlastung. So, einmal quer rüberfahren hier. Ja, auf jeden Fall darf ich nachher auch noch Schafe fahren. Hier wieder andocken. Und da haben wir noch 11 Monate alte Tiere. Wir sind immer noch da, das ist gut. Weil davon können wir hier wieder wegnehmen. Also wieder einmal zum Schlachter.
Wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich wäre jetzt ja erstmal das Schafsfleisch dran. Aber da der Stall halt so voll ist, nehme ich erstmal das, damit wir da auch die Futtermenge reduzieren können. Ist ja nicht nur die Futtermenge. Das Problem haben wir ja auch nachher in der Milchmenge. Und ja, ich habe ein Milchproblem. Ich habe viel zu viel Milch. Ich habe eben den Punkt überschritten, wo ich die Milch ausreichend hatte für meine Produktion. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir uns da vielleicht noch irgendwie runterarbeiten können. Aber ich habe da schon was in Planung. Das wird dann mit der nächsten Aufnahmesession eingeführt. Jetzt kann ich versprechen, da kommt noch was. Ja, und ich kann auch eins sagen, seitdem ich hier am Gebäude bauen bin, fahre ich an Gebäuden ganz, ganz anders vorbei. Ich gucke da viel, viel genauer hin. Wie, was, wo? Es ist halt immer so eine Sache, ne? So, haben wir das jetzt hier auch hingekriegt? So, die nächste Lieferung: Kälber an den Schlachter. So. Da geht es mir schon mal ein bisschen besser, dass so viele weg sind. Und ich meine, ich kann sogar könnte noch mal einen LKW voll holen. Weil eines sind ja 15.000 Kilo. Ein voller Anhänger. Also meine ich zumindest. Aber wir werden sehen. Wir werden es sehen. So. Ja, das klein bisschen Abwasser, was noch im LKW drin geblieben ist, das ärgert mich ein bisschen. Aber bevor wir laden, schauen wir eben noch mal kurz durch. Und zwar beim Schlachter rein, ob ich das auch wirklich noch richtig im Kopf habe. Aber ich meine auch so langsam, aber sicher können wir eben auch unsere ganze Silage, wo wir haben, auch wieder loswerden, weil im April kommt ja schon wieder neue, also in 2 Monaten. So, aber vorher schauen wir dann noch mal schnell nach. Swiss Kalb, ja, ein Anhänger können wir noch hinbringen. Sofern uns das nämlich noch einen Anhänger bringt. Ja, das bringt uns noch einen Anhänger. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es da auch am nächsten Tag noch mal was hinzubringen. Das wäre natürlich dann schon der beste Fall. Ah, das wäre natürlich wirklich der Optimalfall. Aber gut. Ah, wieder auf geht's, ab geht's mit Kälbern zum Schlachter. So, und da fliegen wir natürlich. Ja, es sind jetzt hier ein. Ich mache immer wieder den gleichen Weg, ne? Das ist halt ein bisschen blöd für euch. Aber gut, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe jetzt 150 Tiere rausgeholt aus dem Stall. Ja, jeder andere wird sagen, hey, bist du Wahnsinn, ich habe nicht mehr so viele. Ja, und ich habe immer noch 6.500, ne? Das ist eine Wahnsinnszahl, 6.500. Das ist echt eine Wahnsinnszahl. Aber gut. Nein, 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 nein. Jetzt bleiben wir hängen am Abwasser. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.